Nana TV Teil 35. Ich bin heute in der Innenstadt unterwegs und möchte heute wissen, wer macht Sport, wer ist für den Marathon, kennt man den Marathon, wer ist dabei, wer hat Bock mit mir zu trainieren. Ich bin gespannt. Nana TV Teil 35. So, da sitzen zwei sportliche Jungs. Wir fragen die mal, ob die auch so sportlich sind. Yo, 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 was geht hier? Sunny Boys. Where are you from? No way. We are Iranian, yeah? Iranian is Persian? Persia? Persian, yeah. Nice. Okay, what's your name? I'm Sai. Sahili? Sai. 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 Yeah. Nana. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. And you? I'm Sam. Sam? Yeah. Ich wollte eigentlich nur fragen, ich Support. Ich glaube, wir den Köln-Marathon schon gehört. Mhm. Du läufst den? Ich lauf den. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich habe einfach von heute Morgen gesagt, boah, ey, scheiß Diamonds, was ich liebe und was ich immer jeden Freitag mache, ich muss jetzt was anderes machen und habe dann gesagt, ich laufe jetzt einfach den Köln-Marathon und bin jetzt hart im Training und deswegen hole ich mal so ein paar O-Töne rein, ob schon jemand gelaufen ist oder ähnliches. Wie sieht's bei dir aus? Nee, ich bin nicht gelaufen. Ich wollte den Halbmarathon laufen, aber den konnte ich nicht laufen, weil ich am Fuß operiert worden bin und dann konnte ich nicht mehr trainieren. Also, du bist der? Ich bin der Paul. Wo kommst du her? Hier aus Köln. Hi, Paul, was machst du? Ich bin IT-Informatiker. Wie sieht das mit dem Sport aus? Ja, Sport mache ich halt Fitness, ganz normal, aber gelegentlich ein bisschen Fußball, aber ansonsten halt nicht viel. Könntest du dir vorstellen, Paul, einen Marathon zu laufen? Oder bist du schon mal eingelaufen? Ja, ich hatte vor, es war jetzt, vor kurzem hier in Köln dieser HRS Business Run. Da hatte ich vor, mitzulaufen. Aber das habe ich zeitlich nicht geschafft. Ansonsten, Marathon gibt mir persönlich auch so nichts, ne? Ja. Das sieht man, du hast eine sehr gute Figur. Dankeschön. Du bist die? Christina. Nana, hi. Hallo. Hallo Christina, hat mich jetzt so spontanerweise für den Köln-Marathon angemeldet. Ja. Und da will ich so ein bisschen Feedback einholen. Und du als Sportskanone, die wirklich gut aussieht, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich gehe auch sehr gerne joggen, Marathon ist schon super. Willst du dich selbst dafür anmelden? Also hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, melde ich mich an, habe ich da Bock drauf? Ja, mit dem Gedanken habe ich schon gespielt, aber so hoch wollte ich noch nicht greifen, ehrlich gesagt. Hey, darf ich dich kurz hören? Ja, gerne. Du bist, gerne ist auch gut, du bist ja? Maurice. Maurice, und wo kommst du her? Aus Köln. Aus Köln, schon immer? Gebürtig aus Düsseldorf. Düsseldorfer, hier bei Nana TV, ist das geil. Aber ich bin Fan davon. Ich bin schon seit 4 Jahren in Köln. Was denkst du denn? Ich meine, ich weiß nicht, ob du mich kennst aus dem Nachtleben. Ich mache jetzt seit Jahren Party und habe einfach gesagt, boah, jetzt ist schon mal Schluss. Ich muss auch ein bisschen mal wieder was für mich machen, weil im Nachtleben enden, das will, glaube ich, keiner. Von daher habe ich mir einfach gesagt, ich mache jetzt hier mal den Marathon und will wissen, was die Leute davon halten. Was denkst du, was für eine Zeit kann ich anpeilen? 5 ist schlecht, aber mitgemacht, hab so angekommen, worüber ich mich schon freue. 4,5 ist schon sehr gut und unter 4 ist Weltklasse. Wo siehst du mich? Ja, aber hier, dann muss man Gas geben und so. Also ich meine nicht, dass du du kennst mich doch. Du schlecht aussiehst, ne? Aber du bist ja nicht so wirklich im Training, oder? Ich bin voll im Training, das denkt nämlich keiner. Ich habe auf jeden Fall feste Kernheiten, einmal mittwochs in der Woche, quasi heute, sonntags, und dann gehe ich jeden Morgen ab 7:30 Uhr trainieren. Durch deinen Ehrgeiz und durch deine Aktivitäten, die du bereits gemacht hast, denke ich schon, dass du da schon eine sehr gute bis Weltklasse Leistung zeigen kannst. Also bitte ehrlich. Also ich hoffe, du kommst überhaupt an. Also die Zeit ist ja, glaube ich, wurscht. Aber ich würde mal so, also ich wünsche dir 4,5 Stunden, aber ich würde mal eher um die 5 rechnen. Ich würde sagen, so bei 2.
2 Stunden, 2:10 ist Weltrekord. Ich denke mal 5 Stunden auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht, ob das bei dir hinkommt. Naja, man wird sehen, ich weiß Bescheid. Aber sagen wir mal 4,5 Stunden. I wanna say respect to every cool people around the world. Ja, dann grüße ich meine beste Freundin, Dorothee. So, ich grüße meine ganzen Arbeitskollegen und Freunde. Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Auftritt hier erscheint, aber ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg und macht mir Spaß, mit euch zu arbeiten. Ja, ich grüße einmal den Nilo, den Waze, Domme und alle, die mich kennen.